Merci. Okay, das Wort hat jetzt für die Grüne Fraktion Frau Harms. Bitte sehr. Aussprache über den Rat, den Gipfel in der letzten Woche. Gut, das habe ich verstanden. Ich finde es ganz gut, dass in einer solchen Aussprache mal gelacht wird und wir vielleicht das Ganze ein bisschen distanzierter betrachten, was da zustande gebracht worden ist und was da nicht zustande gebracht worden ist. Und Herr Juncker hat völlig recht, ich gehörte zu denjenigen, die sehr enttäuscht gewesen sind. Am wenigsten vielleicht von dem, was außerhalb der Tagesordnung stattgefunden hat, am wenigsten enttäuscht von der Einladung an einige besondere Streithähne in der Frage Griechenland, weil mein Eindruck war, dass dieser kleine Nebengipfel absolut erforderlich war, um die Spannungen, die entstanden waren, unter Kontrolle zu bekommen und um den Weg, um auf dem Weg für die Griechenlandhilfe wegzukommen von einem fast unausweichlich erscheinenden Grexident. Ja, das war das Wort, das rund um diesen Gipfel Konjunktur hatte, das möglicherweise, ohne dass das wirklich beabsichtigt ist, dadurch, dass sich Debatten verselbstständigen, Griechenland aus der Eurozone ausscheidet und wir dann in einigen Monaten hier noch die Trümmer zusammensammeln können. Weil ich bin davon überzeugt, dass ein solcher Grexident für Griechenland schlimme Folgen hätte, aber auch für die Europäische Union schwerwiegende politische Folgen hätte. Ich habe manchmal den Eindruck bei den Gipfeln, die ich beobachte seit einigen Jahren, dass solange wir diese grundsätzlichen Probleme des Euros und der Eurokrise nicht lösen können, andere große, mutige Entscheidungen für die Europäische Union regelrecht verbaut sind, dadurch, dass ich dieses Laboriere an der Euro-Krise, dass sich das auf alles drauflegt. Und da komme ich dann auch zu der Energieunion, Herr Juncker. Ja, ich gehörte zu denjenigen, die begeistert reagiert haben auf das, was Herr Tusk vorgeschlagen hatte. Ich finde, dass man tatsächlich, wenn man die Energieunion richtig macht, dass man dann nicht nur besseren, optimalen Klimaschutz liefern kann, dass man Innovation in großen Industriebereichen hinkriegen kann, dass man Sicherheit, Versorgungssicherheit, aber auch Sicherheit gegenüber Russland und anderen Ländern, von denen wir abhängig sind, schaffen kann. Aber man muss es auch richtig machen. Wenn man wieder in den Mittelpunkt stellt, den alten Energiemix, dann können wir das als Zukunftsprojekt vergessen. In England soll ein Atomkraftwerk gebaut werden, dank europäischer Großzügigkeit bei Subventionen. Da soll der Strompreis noch in 45 Jahren das Doppelte bis Dreifache des heutigen Strompreises betragen. Erzählen Sie mir mal, warum das in den Mittelpunkt gestellt wird und nicht erneuerbare Energien, die heute schon in Deutschland dafür sorgen, dass Industriestrompreise ja konkurrenzlos niedrig sind in Deutschland, auch wenn immer das Gegenteil behauptet wird. Also Energieunion wäre für mich das, was für die Gründungsväter der Europäischen Union die Verträge für Kohle und Stahl oder Euratom waren. Wenn wir das heute machen, dann müssen wir das fokussieren auf das Neue und nicht auf das Alte. Das muss doch auch für Sie irgendwann mal langweilig sein oder muss wirklich erst eine ganz neue Politikergeneration kommen, bevor man hier was Neues anfangen kann. Letzte Enttäuschung auch gegenüber Herrn Tusk. Ich finde es schade, dass das Sanktionsregime gegenüber Russland nicht verbindlich geknüpft worden ist, Frau Harms, an Umsetzung von Minsk. Das ist auf den nächsten Gipfel vertagt worden. Das ist ein schwacher Punkt der EU gegenüber Russland. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt haben wir eine Blue Card des Abgeordneten Lucke. Ja, Frau Kollegin Harms, ich wollte das natürlich gerne aufgreifen, dass Sie gesagt haben, Sie fürchten einen Grexident. Ich teile Ihre Sorgen dort, aber stimmen Sie mir dann nicht zu, wenn ein zufälliges Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro als ein Unfall, wenn das eine große Gefahr ist, dass dann angesichts der Tatsache, dass es Griechenland heute nicht besser geht, sondern schlechter als vor 5 Jahren, angesichts der Tatsache, dass eine Regierung da ist, die das Programm nicht fortsetzen möchte, dass es dann höchste Zeit ist, dass ein geordnetes Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro von den europäischen Institutionen vorbereitet wird. Danke. Bitte, Frau Harms.
in der Auseinandersetzung um richtig oder falsch in der Krisenpolitik immer gegen einseitige Austerität in Griechenland angetreten. Ich weiß, warum Griechenland heute in dieser Situation ist. Da gibt es hausgemachte Verantwortung, aber es gibt auch Verantwortung, die wir hier in diesem Parlament oft diskutiert haben. Wir haben nicht wahre Reformen unterstützt, sondern einseitige Haushaltskürzungen als Reformen verkauft. Das hat zu dieser Situation geführt. Den Weg raus für Griechenland würde ich gerne gemeinsam mit den Griechen suchen. Dafür tritt meine Fraktion an. Und ich sage Ihnen, Herr Lucke, ich bin dagegen, dass wir überhaupt zulassen, darüber nachzudenken, dass jemand die Eurozone oder die Europäische Union verlässt, weil ich glaube, dass damit eigentlich das Aufreppeln, das Auflösen der Europäischen Union insgesamt anfängt. Und davon halte ich in diesen Zeiten gar nichts.